Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt die Hölle los. So, zwei Reifen hat er schon verloren. So, direkt vor der Polizeiwache. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay. Okay. Wir haben hier einen gestohlenen Geldtransporter. Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPD FA. Heute wieder, was ist denn mit dem los? Heute sind wir wieder als Streife unterwegs. Okay, jetzt heißt wir, jetzt halten wir den Typen mal an, so geht das hier nicht. Wir haben auch ein neues Einsatzfahrzeug und zwar seht ihr es hier auch schon. Davor müssen wir den hier, oh Gott, was bremst du jetzt einfach hier? So, bitte mal anhalten. Stopp. So. Sie bleiben bitte kurz. So. Sie steigen jetzt bitte einmal aus. Sie machen sofort den Motor aus. Also echt mal. So. Ihren Personalausweis hätte ich dann gerne einmal. Und dann tun wir sie auch einmal checken, wer sie eigentlich sind und was hier schon fabriziert haben. Okay. Sieht anscheinend noch alles in Ordnung aus. Mal sehen, ob der Drogentest anschlägt. Oh, Cannabis. Na gut, dann rufen wir schon mal eine Streife. So, Abschleppwagen. Der kann das Auto mitnehmen, weil die Frau fährt uns so nicht mehr Auto. So. Okay, da sind auch schon die Kollegen. Ja, gehe ich gleich. Sie müssen kurz mal warten. So, sie kommen mit. Sie können sich dann ihr Auto wieder abholen, wenn sie mal nicht high gerade mal drauf sind. So, und dann würde ich sagen, okay, da ist der Abschlepper, der hat das Auto sichergestellt. Dann würde ich sagen, können wir auch schon weiterfahren und machen erstmal die Sirene aus. Als neuen Einsatzwagen haben wir nämlich hier dieses schöne Fahrzeug. Vielleicht kennt es manche von euch. Ich finde es auf jeden Fall einen sehr schicken Einsatzwagen. Und wir können auch schon mal auf den nächsten Einsatz warten. Okay. Was mit dem hier? Okay, der Typ macht Stress hier. Doch, was biegen Sie denn hier ab? Okay, wir dürfen den auf keinen Fall. Den müssen wir auf jeden Fall kriegen. Okay, ich sehe noch. Wie fährt der denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt die Hölle los. Fahren Sie zu. Fahren Sie zu. Nein. Das hier, der neben uns. Oh Gott. Ey, was ist denn mit dem Typen? So, den tun wir jetzt sofort ausstoppen. So. Oh Gott, nein, verschwinden Sie. Den Typen schnappe ich mir aber sowas von, der entkommt uns nicht. So, dann tun wir ihm die Reifen zersprengen. So. Okay. Eins haben wir. Nee, so. Nein. Okay. Sehr schön. Die ist schon mal ab. So, zwei Reifen hat er schon verloren. Okay, 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 okay. Oh Gott. Der fährt jetzt nicht Geisterfahrer, oder? Okay, 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 sofort, sofort stopp. So, wir machen mal unser Auto wieder ganz. Der bleibt, so. Nein. Okay, tut mir leid. Hier sperre ich jetzt einmal ab. So.
Und jetzt sofort raus. Sofort aus dem Auto. Stopp. So. Auf den Boden. Auf den Boden. So. Und ein Enderzwangruf war auch. So. Okay. Da kommen auch schon die Kollegen. Auto ist abtransportiert. So. Die Kollegen. So. Okay, wer ist für den Herrn jetzt verantwortlich? Sie, okay. Dann kümmern Sie sich bitte um ihn. Und dann würde ich sagen, können wir auch den Call beenden. Okay, ist bereits zu Ende. Dann können wir das Ganze hier auch schon beenden. Okay, ein wildes Tier soll sich in der Stadt rumtreiben. Alles klar. Das werden wir jetzt direkt einmal überprüfen. Oh Gott. Nicht, dass wir in jeder Folge hier ein Verkehrsschild umfahren. So, einmal Platz machen bitte. So, direkt vor der Polizeiwache. Och Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, okay, okay. Wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Okay, ich glaube, es lebt nicht mehr. So, wir machen sofort eine Absperre. Wegbewegen. Ja, Ratti Rattigo, unser alter guter Freund. Den hatten wir doch schon mal bei einem Einsatz. So, jetzt kümmern Sie sich mal hier bitte. Und die chillen mal ihre Base. Okay, ich würde sagen, wir machen mal kurz das hier frei. So, dann können die wenigstens hier schon mal weiterfahren. Und ich tue hier schon mal. Gibt es hier eigentlich einen Tierarzt oder sowas? Gibt es nicht, okay. Schade Schokolade. So, dann fahren wir unser Einsatzwagen mal hier hinter, damit der Verkehr weiterlaufen kann. Die Gegend. Okay. Der ist unverletzt. Gut, wir hätten gerne mal ihre Personalien. Hallo! Stehen bleiben, ihren Personalausweis hätte ich gerne. Okay, was war das jetzt? So, ja, einen Moment. Okay, mit dem Herrn ist alles in Ordnung. Dann dürfen Sie gehen. So, wir entsperren die Straße wieder. Ich weiß nicht, gilt das CSI auch für Hunde? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube nicht. Ja, wir rufen sie mal vorsichtshalber. Bevor wir dann einen Anruf zu wenig tätigen. Oh Gott, jetzt fahren die da alle rum. Ich glaub's nicht. Was seid ihr denn da? Ey, raus aus dem Wagen. Sofort raus aus dem Wagen. So, okay, ich glaube, sie ist Eis dafür nicht verantwortlich. Oder auch doch. Die dürft gleich wieder aussteigen und einmal auf den Boden. So. Schön auf den Boden. Okay, die nehmen den Hund doch mit. Gut zu wissen. So. So. Sie fahren uns nicht nochmal hier die Kollegen über den Haufen, also geht das echt nicht. So, wir tun unseren Wagen mal ein bisschen zur Seite fahren, damit hier die Leute, die gleich hier ausrasten, mal zu beruhigen. So. Da kommen auch die Kollegen, die den Herrn mitnehmen. Ich würde sagen, das war's auch direkt. Der Einsatz ist beendet. Das heißt, wir können los. So, die Kollegen kümmern sich um den Rest. Okay, hallo. Also, das ist doch echt ein bisschen unverschämt, jetzt sich mein Fußgängerscheifen. Na gut. So, dann sind wir auch erstmal für den. Okay. Den können wir schon mal hier nicht so weiterfahren lassen. Okay. So. Okay, wir müssen mal hier durch. So, 7 Kilometer entfernt. Okay, bei einem. Oh Gott. Bei einem Chemielabor ist
soweit ich gesehen habe, ein Obdachloser, der ein bisschen Stress macht. Okay, wir sind jetzt gleich schon mal hier beim Chemielabor angekommen. Dann werden wir einmal den Anrufer aufsuchen, damit er uns mal hier ein bisschen erklärt, was hier genau vor sich geht. So, warum liegt das eigentlich hier irgendwo in den Bergen? Das verstehe ich nicht. Okay, dort sind wir auch schon angekommen. Hier vorne soll der bereits sein. Okay. Okay. Alles klar, dann fragen wir einmal dort. Okay, hier ist wenigstens nichts, was uns im Weg scheinen kommt. So, es gibt eine Beschwerde über Sie, dass Sie hier den Frieden stören. Was halten Sie denn davon? Wir haben nichts falsch gemacht. Alles klar. Ist es falsch, hier zu stehen? Naja, wenn Sie hier mitten auf der Straße stehen, nach den einen Herrn da in der Mitte, den kennen wir ja schon mal, ne? Okay. Nein! So. Also, bitte nicht. So, stopp. Schön auf den Boden. Wir rufen schon mal für den einen Krankenwagen. We have an ambulance call in the Humane Labs facility. Units respond code 3. So. Schön mal hinlegen. Wir klären hier alles. Keinen Grund zur Panik. So. Der andere liegt da noch, okay. Für Sie. Okay, die haben hier wahrscheinlich einen direkt vor Ort. So, den Herrn müssen wir dann einmal bitte hier versorgen. So, der andere ist, glaube ich, weg. Der ist flüchtig, okay. Dann werden wir den zur Fahndung ausschreiben. Obwohl, nein, gut, ist eigentlich egal. Jetzt, wenn er nicht mehr da ist. Den anderen können wir noch gebrauchen. So, wie sieht's hier aus? Hoffentlich schafft das hier noch. So, die Kollegen haben den schon mal aufgesammelt. Gibt's nichts mehr zu machen. Okay, dann würde ich sagen, rufen wir das CSI schon mal an. So. Dann können die sich um den Herrn kümmern. Okay, da sind sie auch schon, die Kollegen. So, dann ist das ihr Fall jetzt. Du rennst gegen mich, also mal bitte. So. Dann würde ich sagen, ihr kommt, denke ich mal, auch ohne mich klar. Ansonsten würde ich sagen, sind wir auch mal wieder unterwegs. Okay. Okay. Wir haben hier einen gestohlenen Geldtransporter. Okay, stopp, 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 stopp. Okay, 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 okay. Der da. Alles klar. Ah, wie dumm sind die denn? Okay, okay, okay. Nein! Sie steigen aus. Sofort raus da. Raus da, raus da, raus da. Auf den Boden. So, schön auf den Boden. Wollen die hier vor unseren Augen hier einen Geldtransporter klauen? Die haben uns wahrscheinlich nicht mitbekommen. Ja, dort hinten ist doch einer. Okay, hier hinten. Okay, Moment. So, erstmal unseren Wagen reparieren. So, dort haben sie den einen. Hier haben wir aber noch einen. Der sollte rechts. Okay, der. Alles klar, der ist oben. Okay, die andere Straße. Dort fangen wir den Herren ab. Das ist nämlich... Warum sind die nicht zu zweit geflohen? Das verstehe ich jetzt ein bisschen nicht. Weil ich glaube, der eine wollte den anderen so ein bisschen hintergehen. Ach, wen haben wir denn da? Na, schön. Guten Tag, so kleinen Anschubser. Und jetzt bitte mal auf den Boden legen. Stopp. So, sie bleiben jetzt stehen. Einen Moment bitte mal. So, schön auf dem Boden. Okay, so, dann haben wir sie auch sichergestellt. Und rufe sie, die Kollegen.
needed for a suspect placed under arrest in Good. The Humane Lab facility. Copy that, dispatch. Animals on the loose. Roger. Okay, dann haben wir schon mal den Herrn auch schon sichergestellt. Was geht hier ja ab beim Chemielabor? Okay, die Kollegen tun den mitnehmen. Dann können wir schon mal hoffentlich los. Sie können ihre Sirene auswachen. Hier ist kein Verkehr. Ja, hello. Und auf Wiedersehen. Ne? Gut, den Blinker können wir auch, denke ich mal, ausmachen. So. Sind die immer noch hier? Was? Oh, ja. Ich frage gar nicht nach. Ich fahre einfach wieder mal weiter. Unser letzter Einsatz für heute ist bei einer Bank. Und zwar wurde uns eine verdächtige Person gemeldet, die wir auf jeden Fall gleich einmal kontrollieren werden. Das Ganze ist auch direkt gleich vor uns. Okay, ich kann mir schon vorstellen, welche Bank gemeint ist. Hier gibt es ja nicht so viele. Und gleich links. Okay. Wahrscheinlich ist die Person in der Bank. So, dann werden wir uns einmal vorsichtig nähern. So, okay, ich glaube, der hier ist ungefährlich. So, schönen guten Tag. Sie wurden uns gemeldet. Hallo, hallo. Der hat eine Waffe. Lass sie sofort die Waffe. Ey, Mann. Also, den muss man den verstehen. Der steht in der Bank. Ich spreche den einfach nur ganz normal an. Zückt er die Waffe und rennt weg. Also, manche Leute. Ne? Und dann dreht er wieder um. Na gut, den schnappen wir uns so oder so. Der hat kein Entkommen hier. Echt. So. Okay, dann werden wir hier jetzt einmal parken. So. Und dann halten Sie bitte einmal an. Der Herr ist nämlich nicht so ganz ungefährlich. Okay. Sie tun nicht mit einer Waffe auf die Person losrennen. Sie bleiben sofort hier. Und bleiben hier. So. Schön auf den Boden. Wir brauchen uns gar nicht weiter zu unterhalten. Schön die Waffe hinlegen. Genau. Und dann würde ich sagen, leisten wir uns ein bisschen Gesellschaft auf einer Fahrt von den Kollegen. Da vorne ist der Transporter. Sehr schön. So, Status ist okay. Hello. Die hat immer so ein bisschen ein kleines Echo, okay? Okay. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt ist ganz spät. Ich glaube, wir haben hier einen Panzer. Einen gestohlenen. Das. Oh nein. Okay, okay, okay. Wenn das Spiel jetzt abstürzt, ich raste aus. Tja, Freunde, an der Stelle würde ich sagen, war's vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns montags, mittwochs und freitags um 15 Uhr. Haut rein, lasst ein Abo da und ciao, Leute.